Und damit darf ich euch herzlich willkommen zurückheißen. Hier bei Let's Play New Super Mario Bros. Punkt. In der letzten Folge haben wir das Geisterhaus erfolgreich absolviert. Und jetzt schauen wir uns die Kanone zu Welt 8 an, die wir ja durch den Finden des Secret Exits erhalten haben. Secret Exit, wisst ihr alle, gibt es in jedem Geisterhaus. Hier sind wir in Welt 8. Da gehen wir aber später hin. Wir schauen zurück nach Welt 5. Um hier das nächste Level zu bestreiten. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Rein in Welt 5-4. Pilze, was machen die? Gehen die runter? Ja. Und so runtergehende Pilze. Interesting. Oh Gott. Scrolling. Eieiei. Hey! Entschuldigt mich. Da musste ich kurz niesen. Ist da oben vielleicht irgendwas? Nee. Schade. Na ja, gut, Feuerblume bringt gegen Kugel Ready nicht so viel. Das war knapp. So, hier. Gönnen wir uns die neue Feuerblume. Das habe ich verschlafen. Uff. Kritisch. Soll ich mir den Maximilian-Pilz gönnen? Nee. Das mache ich aber mal nicht. Hier normaler Pilz. Weil ich glaube, Maximilian Pilz wäre hier wirklich dumm. So, hier so viel Geld wie möglich mitnehmen. Yeah, und dann kriegen wir noch einen normalen Pilz, der uns in der Situation allerdings nichts bringt. Oh, das war gerade unfair. Ich bin dumm. So, also, one more time, motherfucker. Hier war's. Bam, bam, bam. Okay. Dann hüpfen wir hier hin. Kurz noch warten. Kugelrilly. Interessiert uns nicht. Oh Gott, der Koopa, der sollte uns aber nicht zum Problem werden. Kugelmilli existiert hier auch. Soll uns allerdings nicht stören. Die roten Münzen. Eieiei. Oh, Marius, das war gerade knapp, Alter. Und es beunruhigt mich, dass wir noch keine einzige Starcoin haben. Ja, schau. Da habe ich instinktiv den richtigen Weg gewählt. Wirklich, Brudini. Das war gerade ein erfolgreicher Suizid. Kann dieser Block mal zu uns kommen? Da ist er. Schauen wir mal in Raid 3, ob wir da noch ein Itemhaus frei haben. Hier irgendwo ne Maxi-Haus. Ne. Raid 2. Maxi-Haus. In Raid 1, maybe. Nicht wirklich. Was sagt man da? Fuck sagt man da. Dann absolvieren wir kurz dieses Level in der Hoffnung, in diesem Pilz. In diesem Pilz hier. Genau. Ne.
Return to Map. Das lohnt sich nicht. Ich schau mir noch das hier an. Wenn das hier auch scheiße ist, dann. Dann vergessen wir es. Es ist auch scheiße. Aber in diesem Level hier gibt es ja einen Mini-Pilz, oder? Ich glaube. Maxi-Pilz, ich brauch dich kurz. Oh ne. Boah, ich bin dumm, ne? Ich bin wirklich dumm. Ja, komm, jetzt zerstöre ja noch so viel, wie es geht. Ja, für ein paar One-Ups. Zumindest geht das Level hier schnell vorüber. Das war's halt. Auf jeden Fall war ich so schlau und hab einfach. Und habe aber den Block mit den Maxi. Mini-Pilzen zerstört, so heißt es. So, jetzt hoffen wir, dass hier vielleicht ein Mini-Pilz drin sein könnte. Yes. Sir. Jetzt hier nur noch schnell durchkommen, ohne zu verrecken. Wäre es nicht schlau, hier reinzugehen? Ich glaube schon, oder? Auf die Coins scheiße ich. Ich will aber nur hier raus. Und nein, es war tatsächlich nicht schlau. Also es war nicht dumm, aber es hat uns in dem Sinne jetzt auch nicht wirklich irgendwas gebracht. Also es war eigentlich recht egal. Nachdem wir das hier durchgespielt haben, will ich mir auf jeden Fall nochmal das Itemhaus ansehen. Das One-Up-Haus, was ganz am Nein! Fick dich. Es kann ja nicht sein, dass ich so lange an einem Level von Red Fucking 1 sitze, ha? Huh? Komm. Jetzt machen wir einen auf Chuck Norris und rennen in Mario nach links. Das war knapp. So, hier, Mini-Pilz. Komm zu Daddy. Alter, was spawnt der Koopa wieder? So. Jetzt hier auf Locarinius jumpen wir durch. Hier kann es keine Gefahr geben. Nein, nein, nein. Bam, und Level geschafft. Mit One-Up. Ich liebe dieses Ende. So. Da hier dieses One-Up-Haus. Schauen wir uns noch kurz mal an. Wie sehr werden wir hier versagen? Schauen wir mal. One. Two. Three. Bam! Wir haben alle gekriegt. Das war strong. Das war ziemlich strong, muss ich sagen. Nice, nice. Wir haben 29 Run-Ups. Und können endlich zurück in dieses Level hier. Ich darf jetzt nur halt nicht verrecken. Verrecken darf ich auf gar keinen Fall. Ne, Pilz unterlassen wir mal. Dem geben wir eine Unterlassungsklage. Wir müssen vorsichtig spielen. Der Prodinius hier fährt hoch. Der runter. Soll uns allerdings nicht interessieren. Rüber da
Sondern jetzt hier schnell hin. Das lassen wir mal. So, hier die roten Münzen. Und der Kugel-Ready. Oh, kock mich, Alter. Okay, gut, 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 gut. Oh my fuck. Oh, nein, geh rauf. Marius, nein. Hüpfne. Ja, sehr gut, danke. Wir haben 2 Starcoins. Wann kommt der Checkpoint? Wann? Wie kommen wir darüber so? So geht's auf jeden Fall. Ist da was? Ist da was? Ein Pilz. Komm her. Zu Daddy. Wir haben den Checkpoint, okay. Die halbe Miete. Nee, eigentlich sogar mehr als die halbe Miete ist schon da. Das ist irgendwas, was ich nicht verstehe. Muss ich zugeben. Alter, da oben hat es nichts wirklich Schönes gegeben. Allerdings hat es hier auch eine Starcoin gegeben. Und ich würde sagen, beschweren kann man sich da eher weniger. WhatsApp slidet rein. Das soll jetzt allerdings nicht mein Problem sein. Puh, 3 Starcoins hier. Und jetzt fehlt nur noch Welt 5 Castle. Welt 5 neigt sich dem Ende zu, dieses Jahr hier auch. Crazy, oder? Es war doch gerade noch 2022. Die Zeit vergeht, Leute. Oh, damn. Ich werde Boomer. So. Diese äußerst nervigen Piranha-Pflanzen können wir mit unseren Feuerblumen beseitigen. Also ohne Feuerblume ist man hier, glaube ich, ziemlich gearscht. Gibt es hier noch eine Feuerblume? Oder ist das ein Münzblock? Ich wusste, es ist ein Münzblock. 99, Alter. Ja, gib mir die 100. So. Hüpfen. Rauf da. Starcoin war, by the way, die erste, wie man unschwer erkennen konnte. Oh, jetzt beginnt diese Piranha sogar zum Spucken. Tu ich allerdings auch. War bei mir halt nur nicht. Es war bei ihr auch erfolgreich. Das hat noch im letzten Frame gereicht. Okay, hier unten chillt eine Piranha. Die fährt Schizarini sich. Und wir düsen hier durch. Ohne Feuerblume ist das Level jetzt schon eine größere Herausforderung. Sagt er und bekommt eine. Wisst ihr was? Bam. So, hier auch ein bisschen rutschig am Eis. Mit den Laufbändern ist ja auch mal interessant, oder? Das erinnert mich irgendwie an Mario Maker. So, eine Reserve-Feuerblume kann ich mich auch nicht beschweren. Die töten wir mal ohne schlechtes Gewissen. Das da wirkt irgendwie verdächtig. Aber ich bin mir recht sicher, wir kommen da nicht hin, oder? Wenn doch, dann belehrt mich eines Besseren. Nee, hier ist die letzte Stark. Doch, da müssen wir hinkommen. Oh, ich habe eine Idee, was wir machen könnten.
Vielleicht ist es ein bisschen dumm. Aber es wäre so eine Sache, die mir spontan einfällt. Und zwar, hier haben wir ja ein Trampolin erhalten. Das hätte ich nämlich ganz gern mal ausgeborgt. Hier. Nein, nicht draufspringen, Marius. So, hier. Mit dem Trampolin sliden wir durch diese Welt. So. Die Piranha-Pflanze macht ihr eigenes Ding im Keller von Bowser. So. Jetzt hier mit Trampolin kommen wir eigentlich. Okay, wait, das Laufband hier geht eh in die richtige Richtung. Hier gut drauf. Okay. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Weg war, aber es ist ein Weg, der ziemlich gut funktioniert. Was ist hier drin? Ist das ein One-Up? Nee, ist eine Blume, die holen wir uns gleich. Das war knapp. Okay, die Blume ist nicht despawned. WhatsApp slidet schon wieder rein. Mutant. Das war ja der Boss aus Mario Sunshine, der erste. Der erste richtige. Was ist hier das Angriffsmuster? Ich muss. Ich glaube, man musste Stampfattacke auf den Bauch machen, oder? Was ich sagen kann, ist, dass muss man die wieder mit Mini-Pilz besiegen, um nach Welt 5 zu kommen. Hakt's nach Welt 7 zu kommen, so. Ich weiß es nicht. Ich werde es auch nie wissen. Wir schauen uns jetzt noch dieses Level hier an. Welt 6.1. So, raus mal aus dem Winter. Steinwelt, Gebirgswelt, whatever. Eine Welt halt. Okay, hier gibt's nur Geld. Ah, so zum Drüberklettern interessant. Oh, man kann sich auch unten dranhängen. Good to know. So. Ich habe das Gefühl, dass sich hier oben was befindet. Und das ist richtig eine Feuerblume, aber mehr zurzeit nicht, außer dass wir da drüben eine Sternenmünze gammeln sehen. Hüpfen, ja. Irgendwie fühlt sich dieses Level ein bisschen leichter an als die vorherige Welt. Schauen wir mal, wie es noch wird. Ja, Instant Karma. Da haben wir auch schon wieder unsere Feuerblume. So, da kann man sich easy vorbeisneaken. Jetzt ist halt interessant. Bräuchten wir da auch einen Mini-Pilz für eine Star-Coin? Oder gibt's die da unten? Whatever. Ich glaube, wir sollten uns das mal anschauen. Deshalb gehen wir uns nochmal schnell einen Mini-Pilz aus Welt 1 holen. Hier wird viel gereist heute. Muss man so sagen. So, hier ist dann Mini-Pilz. Nein, ein Maxi-Pilz.
Interesting. Ja, da renne ich vorbei. Mit gutem Gewissen. Gib mir die One-Ups, gib mir die One-Ups, gib mir die One-Ups. Ja, haha, One-Ups. Nice. 1, 2, 3, na. 1, 2, 1, 2. Das war Assi. Mini-Pills time. So, hüpfne. Oh, hier können tatsächlich jetzt keine Goombas mehr zum Gefahr werden. Hier schon. Leider. Gezielter Sprung hat funktioniert. Gleich wie die oberste Fahnenstange. So. Dann gehen wir zurück nach Welt 5 tatsächlich. Weil ich will jetzt noch natürlich diese Welt mit Mini-Pills abschließen. Wünscht mir Glück. Ich schneide das. Ich habe es geschafft. Es hat ein bisschen Zeit gedauert. Aber here I am. So. Take this, bitch. Drecksviech, Alter. So. Es hat eigentlich ein ziemlich eindeutiges Angriffsmuster. Ja, sehr gut. Einer noch. War es das? Yes! Wir haben es geschafft, Freunde. Juhu, Alter.